Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich habe euch ja vor kurzem mal einen Kennzeichengenerator gezeigt und da gibt es jetzt einen komplett neuen Mod, der was jetzt nur für Deutschland betrifft. Der andere war ja für Frankreich und Deutschland und der ist jetzt für Deutschland, was jetzt hier noch ein bisschen besser ist, dass wir jetzt hier auch die Länderkürzel mit, beziehungsweise die Länderplaketten, so nennen wir es jetzt einfach mal, mit dabei sind. Und ja, das will ich euch mal heute zeigen, wie das aussieht und was man da so machen kann. Das sieht nämlich ganz, ganz schnieke aus. Also pass mal auf, ich gehe jetzt mal hier mit dieser Börskammer-Steuerung ist hier, flipp. Da sieht man es ein bisschen besser, wenn ich jetzt hier klicke. Ne? Ich kümmere es gut. Bavaria, da kann man die schon hinmachen. Und da so hat man jetzt hier quasi die Buchstaben, die Zahlen, alles, was mit am Start ist. Ich nehme mal mein schönes Traunstein. Traunstein. So, Mr. German. Wenn man MT, Mr. German. Zack. Und dann kann man hier noch drei Zahlen hinkleben. Weiß ich nicht. 3, 2, 1. So, flipp. So, das sieht jetzt mal so aus, das Ganze. Warte, ich gehe noch ein bisschen nach vorne hier. So, dass man ungefähr mal sieht. Wir schauen uns das gleich auch noch dann an, wenn wir im Spiel sind. Dass man es einfach mal so als Ganzes dann sieht. Da haben wir es dann ja auch nochmal. Also, aber ich finde es richtig cool. Also mir gefällt es. Das ist natürlich jetzt für uns als deutsche Zocker ist es natürlich cool. Für die Jungs aus Österreich, Schweiz oder anderen Ländern, die jetzt hier meine Sprache verstehen, ist natürlich doof. Ich hoffe, dass da irgendwann mal noch ein Update gibt dann für Österreich zum Beispiel, wäre ganz cool noch. Oder halt dann dementsprechend für die anderen ganzen Länder, Luxemburg, Belgien, Holland, weiß ich nicht, was da alles noch so gibt. Ist natürlich klar, massig an Arbeit, braucht man nicht reden, das alles zu generieren. Aber die Idee ist natürlich halt nicht schlecht, für die jeweiligen Länder da noch was anzupassen. Ansonsten jetzt für uns ist das natürlich ganz was Feines. Wir gehen jetzt mal ins Spiel rein und schauen uns jetzt einfach mal an, wie das so rüberkommt. So, also fertig geschraubt hier am Kennzeichen. In dem Fall jetzt, ach, was ist ganz wichtig, was jetzt für diesen Mod vielleicht noch ganz wichtig ist. Dieser Mod geht aktuell beim Volvo 2012, den hier. Dann beim Volvo 2009, also der alte Hubel. Und beim Scania Next Generation Scania R und S aus dem Jahr 2016. Ganz, ganz wichtig. Weitere LKWs folgen hier dann noch. Also wir haben jetzt aktuell 4 LKWs. 4 LKWs sind es, wo ihr dieses Kennzeichen-Generator-Gedöns nutzen könnt. Also da abwarten. Da kommt dann natürlich noch mehr. Die planen natürlich auch eine 3+5 Variante, weil das, was wir jetzt hier haben, ist ja eine 2-5 Variante. Ne? Ich zeig's mal vorne nochmal hier. Eine 2-5 Variante, logisch. Ne? Also zwei Buchstaben vorne und dann 5 hinten, aber die planen jetzt noch eine 3-5 Variante. Finde ich auf alle Fälle richtig gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist natürlich auch bin zu schnell geflogen hier, dass wir auch TÜV haben bis Dezember 2024. Das finde ich schon mal mega geil. Habe ich also noch Lüft. Ne? Und ja, und hier unten steht auch Nothing else matters. Kann man bestimmt auch, wenn man da Bock drauf hat und wer es kann sich das bestimmt auch zurecht skinnen, das Ganze. Aber sonst finde ich diesen Kennzeichengenerator richtig gut, weil wir halt hier auch dementsprechend das bayerische Wappen jetzt drauf haben. Also egal, was im Bundesland man halt hat. Es ist natürlich nicht abgeändert auf den Landkreis, wo man halt wohnt, ist, glaube ich, klar. Weil das wäre dann nochmal on top, nochmal viel mehr Arbeit, wenn man die ganzen Landkreise zusammenfriemeln würde. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Deshalb finde ich das einfach nur, dass man das Wappen jetzt hat, des jeweiligen Bundeslandes, finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Genau, und hinten ist ja im Prinzip dasselbe. Ne? Hinten hast du dann hier TÜV. Wobei man sagen muss eigentlich, ne, du hast eigentlich nur die TÜV-Plakette hinten und vorne hast du eigentlich keine TÜV-Plakette mehr. Da hast du nur das jeweilige Wappen, ne, vom Bundesland. Das TÜV-Plakett ist ja nur noch hinten. Genau. Gut. Also richtig schnieker Mod hier das Ganze. Wie schon gesagt, wir hoffen auf weitere Updates hier für die LKWs, die wir noch so im Spiel haben. Würde ich natürlich feiern, wenn das da noch Updates kommen. Für den MAN zum Beispiel oder. Aber ich glaube, das wird relativ schnell umsetzbar sein. Wenn ihr noch Fragen habt zum Mod, dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten hier oder im Steam Workshop. Lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Gleich mal abonniert den Mod und dann seht ihr, wenn weitere Updates kommen, was die LKWs betrifft. Ne? In diesem Sinne, schönen Tag noch, macht's gut, bis bald und adios.